Die Mutter des kleinen Joel hat sich erstmals in einem emotional erschütternden Interview an die Öffentlichkeit gewandt. Darin schildert sie die Begegnung mit dem mutmaßlichen Täter. Eigentlich war ich im Krankenhaus. Wir haben, wie gesagt, diesen besagten Anruf von der Kripo bekommen. Und ich, also, ich bin gleich da. Wir sind dann wirklich relativ schnell vom Krankenhaus nach Praxdorf gefahren. Bin dann aus Auto. Ich habe ihn gesehen, wie sie ihn gerade reingepackt haben, also gerade rein. Und ich war wie starr und ich konnte ganz, ganz langsam nur laufen. Und ich war mir auch unsicher, gehe ich jetzt dicht an das Auto, gehe ich nicht, weil ich nicht wusste, wie ich mich selbst beherrschen kann. Nicht, dass es dann über mich kommt, ich ziehe den da aus dem Auto und verprügel ihn da. Was in dem Falle, glaube ich, jeder verstanden hätte. Aber was zivilrechtlich halt einfach nicht geht. Es ist ja nun mal so. Und dann, ich habe immer gesagt, du bist so ein Dreckschwein. Du bist so ein Dreckschwein. Warum? Und dabei, wo er dann losgefahren ist, die sind ja ganz langsam an mir vorbeigefahren, hat er ganz, ganz böse gelacht. Ganz böse gelacht. Wo ich denke, dieses Lachen von Joker, kennen Sie das? Genau so ein Lachen hatte er aufgesetzt, wo ich mir dachte, du bist Psycho. Du bist sowas von Psycho. Warum, mein Junge? Ja, dann habe ich nicht mehr viel mit ihr gekriegt, weil ich dann einfach umgekippt bin. Ich muss sagen, wieder super tolle Feuerwehr da gehabt, die gleich sofort den RTW gerufen haben, gleich medizinische Hilfe, gleich sich um mich gekümmert haben, mich gleich von der Presse weggeholt haben, gleich rein ins Feuerwehrraum, Polizei kam gleich mit die Kripo, das nichts groß. Aber das war mir sehr wichtig, dass ich diesen Menschen, den ich behandelt habe, wie mein eigenes Kind, nochmal in die Augen gucken kann, was er mir eigentlich angetan hat.